Herzlich willkommen zu Skyrim Remastered, meine Freunde. Wir spielen heute noch nicht, sondern heute geht's um die Mods. Ich möchte mit euch darüber sprechen. Ich zeige euch also heute noch nichts vom Spiel. Ne? Ist ja noch vor Release. Keine Ahnung, andere YouTuber scheißen da vielleicht drauf, ich nicht. Vielleicht morgen, mal gucken. Ich möchte heute nur kurz mit euch quatschen, welche Mods... Hier übrigens, ne, ist wirklich Xbox One, ne, und so, ne. Welche Mods wir denn so benutzen möchten? Ne, es gibt jetzt noch nicht so viele, ist klar, jetzt im Moment ist vor Release, aber worauf habt ihr denn so... Also ich habe mich da lange drum... Ich war da lange am Nachdenken, jetzt mit Mods spielen oder ohne. Da habe ich mir gedacht, komm, wir kennen ja das Spiel ohne Mods sowieso. Deswegen dachte ich mir, komm, wir spielen einfach dann mit Mods. Und ja, welche nehme ich da? Ich habe mir gedacht, ich spiele das Spiel so, dass es immer noch Spaß macht. Also ich werde mich nicht unsterblich machen oder sowas. Keine Angst. Das wäre ja langweilig. Wir werden Mods benutzen. Vielleicht Mods für Level, die ich nie gelevelt habe. Die ich damals... Ich habe ja so tausende... Ich weiß nicht, wie oft ich Skyrim gespielt habe. Und ich habe nie Magie oder so gelevelt. Vielleicht nehmen wir dafür dann Mods, dass wir Magie mal ein bisschen leveln, damit ich das mal ausprobieren kann, weil ich werde sowieso wieder so spielen, wie ich früher gespielt habe, teilweise. Und vielleicht, es gibt ja so viele Sachen hier, so Forgotten City und so, da können wir was hinzufügen. Und es werden auch noch viele Mods, hoffe ich, mal kommen. Cheat-Menüs und so. Gibt's halt genug. Dann gibt's hier noch ganz viele Editor-Dinger. Warte, was habe ich hier? Open City Skyrim, dies, das, Forgotten City. Dann verschiedene Rüstungen, andere Monster waren hier, glaube ich, auch irgendwo. Ist jetzt gar nicht hier. Wo ist das denn? War doch vorhin noch da. Das Patronax-Dilemma. Point the Way. Also ja, Mods gibt es ja eigentlich genug. Wenn ihr irgendwelche coolen Mods kennt, könnt ihr natürlich... in die Kommentare schreiben, welche ihr meint. Hier zum Beispiel Beast Skeletons. Also Biester Skelette und sowas. Also eine ganze Menge. Da gibt es hier auf jeden Fall hier zum Beispiel Campfire. Ich weiß nicht, was soll das sein? Also hier kriegt man zum Beispiel zwei neue Survival Skills. Da kann man wohl irgendwie ein Camp aufbauen, überall wo man will oder so, keine Ahnung. Das muss man sich halt dann genauer angucken. Hat Sovngarde Gold. Also viel gibt's auf jeden Fall. Hier Buildings. Also Mods gibt's hier ohne Ende. Da könnt ihr ja gerne mal in die Beschreibung schreiben, in die Beschreibung, in die Kommentare, was ihr euch da so wünscht, worauf ihr so Bock hättet. Cheats, Ring of Increased Carry Rate, hier zum Beispiel sowas. Das geht mir schon immer auf den Sack. Dieses Gewicht, weißt du, dieses unnötig tonnenweise, die man immer da bei sich hat und dann müsst ihr da abladen. Zum Beispiel so einen Ring werde ich benutzen, Kleinigkeiten halt. Aber unsterblich machen oder so werde ich mich nicht. Was ist das? Natürlich können wir zwischendurch auch mal Fun machen. Dafür können wir ja Mods nehmen wie Gottgi oder was weiß ich hier alles. Aber... ansonsten müssen wir mal schauen. Worauf wir so Bock haben. Ich verzichte dadurch zwar auf Erfolge, aber... Da jucken mich die Erfolge. Die kann man irgendwann mal machen, wenn man lustig ist. Für Let's Play, denke ich, mit Mods ist das einfach interessanter. Naja, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so kennt, was ihr vielleicht hier jetzt gerade gesehen habt. Worauf ihr so Bock hättet. Dann können wir das ja mal ausprobieren. Ich sage mal... bis später, bis demnächst, bis morgen. Schreibt in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und dann geht's los mit Skyrim Remastered. Ah, also dann, jetzt schreiben sie mich alle an. Wieso spielst du schon? Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis demnächst dann. Haut rein, euer Götze.